Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des TV38 Bürgerfernsehens, wir sind tatsächlich wieder auf Sendung und zwar im Live-Studio. Sie haben gemerkt, auch ein neues Outfit. Wir haben in der letzten Zeit die Sendung etwas aufgefrischt, aber haben wieder interessante Gäste für eine halbe Stunde. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute zu Gast habe den zweiten Bevollmächtigten der IG Metall Wolfsburg, man kann auch sagen der Vizechef, Frank Patter. Frank, das ist ganz toll. Ich weiß, in deiner Funktion hast du auch einen großen Terminkalender, dass du Zeit gefunden hast, zu uns ins Studio zu kommen. Es sind schon einige Stunden Arbeitszeit hinter dir. Wie sah so ein Tag bisher aus bei dir? Ja, heute war schon so ein anstrengender Tag, weil wir haben gestern ja die Antifaschismuswoche eröffnet. Das weißt du sicherlich, Rudi. Wo ja dann bis gestern Abend ja noch ein Film gezeigt wurde, dann offiziell um 18 Uhr die Ausstellung geöffnet. Heute Morgen waren wir mit 140 Schülerinnen und Schülern zusammen, mit einem Zeitzeugen aus Auschwitz, so dass das dann noch läuft neben dem normalen Geschäft. Und dann gibt es ja dann Pflichttermine bei Volkswagen, BVKL, sogenannte Bereichsvertrauenskörperleitungssitzung und. Also Sitzung. Also ich will mal über das normale Geschäft mit dir zunächst reden. Normal ist dieses Geschäft erst seit einiger Zeit für dich. Du bist, hilfst mir jetzt einige Monate. Seit März. Seit März diesen Jahres bist du also zweiter Bevollmächtigter auch. Sicherlich auch mit der Absicht, die Kolleginnen und Kollegen werden sicherlich ja auch die Nachfolge für den ersten Bevollmächtigten versuchen zu treffen. Ein neuer Aufgabenbereich, unterscheidet er sich in welchen Bereichen besonders? Ja, also in der Tat, es ist eine andere Aufgabe. Vorher war ich ja bei Volkswagen Vertrauenskörperleiter, also das heißt der Vorsitzende von 2000 Vertrauensleuten bei Volkswagen in Wolfsburg. Und da war der Fokus Volkswagen. Jetzt ist natürlich so, dass der Fokus immer noch Volkswagen ist, aber nichtsdestotrotz haben wir auch etliche Betriebe, die eben nicht Volkswagen heißen, die auch bei der IG Metall organisiert sind, die auch in unseren Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich reinfallen und auch vor allen Dingen in meinem. Also das ist schon eine ganz andere Situation. Und außerdem ist es natürlich schon so, es ist anders, im Betrieb eine Politik zu machen als außerhalb des Betriebes. Ja. Ne? Die IG Metall ist eine sehr große Gewerkschaft, die größte, nicht nur in Wolfsburg, sondern insgesamt ja auch in der Industriegewerkschaft. Gewerkschaften sind wichtig, sagen natürlich die Gewerkschaften selber. Welche Aufgaben sind in dieser Zeit besonders wesentlich für die IG Metall? Also ich glaube, die Frage zurzeit lässt sich schon fast selbst beantworten. Also es ist in der Tat so, in den Zeiten des dicken Wachstums, was ja von alleine gekommen ist, musste man aus meiner Sicht eher begründen, warum Gewerkschaften da sind. Es war eine Zeit des Verteilens, aber wir erleben ja derzeit eine Situation, die tatsächlich wieder belegt, warum Gewerkschaften mal gegründet worden sind. Und zwar gucken wir in die Betriebe, gucken wir die Politik an, gucken wir uns die Gesellschaft an, stellen wir fest, die Gesellschaft verändert sich. Stellen wir fest, die Gesellschaft ändert sich aus meiner Sicht zum Nachteil. Also alles das, was nach dem Krieg aufgebaut worden ist, alles das, was man nach dem Krieg als Voraussetzung oder gute Voraussetzung für die Bundesrepublik gegründet hatte, da stellt man alles wieder auf den Prüfstand. Es wird alles auf den Prüfstand gelegt mit dem Hintergrund, wir müssen das mal prüfen, ob das wirtschaftlich ist, wir müssen das mal prüfen, ob wir dadurch Investoren anlocken oder beispielsweise große multinationale Konzerne dazu bringen, in Deutschland zu investieren. Und letztendlich ist es so, dass natürlich dann gesagt wird, ja, Sicherheit, soziale Sicherheit, das hat seinen Preis, das kostet. Und deswegen ist jetzt ja so mehr oder weniger die Politik, die sich da ja wohl zum größten Teil durchsetzt, so nach der Devise, wir sollen verzichten. Also aus dieser allgemeinen Schilderung der gesellschaftlichen Entwicklung leitet die Gewerkschaft weiterhin natürlich ihre Aufgabenstellung ab. Dass wir vielleicht mal so die wesentlichen Aufgaben für die Kolleginnen und Kollegen, für die Organisierten beschreiben. Klar, gerne. Also in erster Linie versuchen wir natürlich schon, die Lohn-
Gehalts- und Arbeitsbedingungen zu verbessern, dadurch, dass wir Tarifverträge machen, dadurch, dass wir Tarifrunden machen, indem wir natürlich die Anstrengung hegen, die Verbesserung durchzusetzen. Letztendlich ist ein ganz wichtiger Punkt auch eine Demokratisierung der Wirtschaft, was natürlich bedeutet, dass wir uns um den Erhalt und auch Ausbau der Mitbestimmung dafür einsetzen, was natürlich schon ganz wichtig ist, weil wenn wir sagen, wir sind ein freies Land, wir haben unser Grundgesetz, dann ist das schon ziemlich paradox, dass wir sagen, vor den Betriebstoren oder vor den Betrieben macht unser Demokratieverständnis dann Stopp. Und wir überlassen uns dann einfach nur der Willkür der Arbeitgeber in dem Fall. Und deswegen ist Mitbestimmung schon ein ganz wichtiges Instrument. Und Tarifpolitik, wenn ich das noch ergänzen darf, das passt auch noch zu der ersten Frage, Tarifpolitik ist schon auch ein ganz wichtiges Instrument, um Gesellschaftspolitik zu machen. Also wir stellen ja schon fest, dass die Gesellschaft in Deutschland immer weniger Geld hat. Das ist natürlich auch so, dass wir natürlich auch in Form unserer Tarifpolitik mit dazu beigetragen haben. Das muss man einfach selbstkritisch auch zu sagen. Nichtsdestotrotz sind wir, glaube ich, schon an einem Punkt angekommen, wo wir feststellen müssen, dass die Logik des Verzichts nichts bringt. Die Mitgliederstärke oder überhaupt das Ausmaß eurer Organisation wird deutlich sicherlich durch Mitgliederstärke, aber auch durch Präsenz überhaupt auch im öffentlichen Bereich. Wie groß muss man sich euer Potenzial vorstellen? Ich denke jetzt nicht gleich, dass das umgemünzt wird in Streiks oder so, aber es ist ja doch, spielt ja doch eine sehr große Rolle. Ja gut, ich meine, wir sind in Wolfsburg mit 71.000 Mitgliedern, ich denke mal, schon eine ernstzunehmende Größe, was Politik angeht, was Gesellschaftspolitik angeht. Und ich glaube auch, uns ist es gut gelungen, so dieses Dreieck, was man so die vergangenen Jahre so betrachten konnte, Stadt, dann eben Volkswagen, wo es ja dann noch eine richtige Monostruktur war, und auch IG Metall, sich für die Stadt, für die Region tatsächlich einzusetzen. Also es ist kein Zufall, dass die letzten Jahre hier so eine Dynamik gewesen ist. Also hier sind ja Arbeitsplätze hinzugekommen. Wir haben Auto 5000 gehabt, wo über 4000 Arbeitsplätze von zuletzt Arbeitslosen dann ja auch belegt worden sind. Und das trägt natürlich auch mit die Handschrift der IG Metall. Und das trägt natürlich auch den Hintergrund, dass wir mit 71.000 Mitgliedern natürlich auch schon ziemlich einflussreich sind. Ja, dieser Einfluss gehört auch zur gesamten Kooperation. Sicherlich ist Ausdruck auch der Zusammenarbeit auf Bundesebene natürlich in den entsprechenden Organisationen. Aber neben dieser Vertretung oder neben dem Engagement für die Kolleginnen und Kollegen, nicht nur im VW-Werk, sondern auch in Wolfsburg, die bei euch organisiert sind, macht ihr auch, ich will sagen, internationale Arbeit. Dieses Stichwort Solidarität, du hast es vorhin ja schon gesagt, dass du gerade in diesen Tagen ja Aktionen laufen. Wo ist die Begründung, wo ist die Motivation, dass hier gerade in diesen Bereichen beispielhaft international, aber auch solidaritätsmäßig aktiv seid? Ja, also wir machen in dieser Verwaltungsstelle, also hier in Wolfsburg, machen wir schon seit über 20 Jahren internationale Gewerkschaftsarbeit, also internationale Solidaritätsarbeit, die dahin zurückgreift, als noch Apartheid in Südafrika war, wo wir unsere südafrikanischen Kolleginnen und Kollegen mit unterstützt haben gegen das Apartheid-Regime. Wir haben mit unterstützt, dass sich in Brasilien freie Gewerkschaften gründen konnten, durch Sammelaktionen der Kolleginnen und Kollegen, dass die alle damals ja noch Mark und Pfennig mit zusammengelegt haben, um Gelder rüber zu transferieren, dass dann letztendlich man daraus auch einen Widerstand mit organisieren konnte. Und daraus sind natürlich Beziehungen geworden und Volkswagen hat sich natürlich auch verändert. Also Volkswagen hat sich dahingehend verändert, dass Volkswagen natürlich ein weltweit operierendes Unternehmen geworden ist und dass es dann natürlich nicht nur, ich denke, aus Solidarität verpflichtend ist, sondern dass es, ich sage auch mal, Solidarität hat was mit Eigennutz zu tun. Also ein Volkswagen hat über 40 Standorte weltweit und wenn es uns dann nicht gelingt, international, auch auf Gewerkschaftsebene, Verflechtungen zu organisieren, dass man sich kennt, Vertrauen miteinander hat und gemeinsame Strategien und Lösungsansätze sucht, dann passiert das sonst schnell, dass man gegeneinander ausgespielt wird. Und da muss man einfach auch sagen, dass wir natürlich als mit
mit Wolfsburg, mit dem ältesten Werk, natürlich nicht unmittelbar die besten Karten haben im internationalen Standortpoker. Das muss man einfach so sehen. Und von daher ist das natürlich schon wichtig, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen solidarisch unterstützen, aber auch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ländern, an den Standorten uns solidarisch unterstützen. Ein bisschen plastisch wollen wir es machen. Du hast einige Fotos mitgebracht, wo man merkt, dass ihr durch Aktionen, durch solidarische Aktionen das tut. Ich werde mal ein Foto in die Kamera halten. Vielleicht kannst du einige Bemerkungen zu dieser Aktion oder zu diesem Engagement machen. Also das war in São Bernardo do Campo, also da, wo das Volkswagenwerk in Anchieta ist, wo wir dann da eine Urabstimmung hatten, ne, zum Thema Tarifrunde bei der ABC KUT. Das ist die dortige Gewerkschaft. Und da habe ich dann logischerweise Grußworte aus Deutschland gesprochen und solidarische Unterstützung mitgebracht. Noch ein zweites Foto, was natürlich mit dem Wort PACE auch deutlich macht, was Sache ist. Das ist in Paris auf dem Europäischen Sozialforum, wo wir also auch mit 50 Kolleginnen und Kollegen aus Wolfsburg hingefahren sind und dort an der Kundgebung uns beteiligt haben und auch in den ein oder anderen Workshops mitgemacht haben. Man verbindet ja mit Gewerkschaften gerade das Engagement durch Demonstrationen, auch durch öffentliche Veranstaltungen, immer wieder wichtig. Wir wissen es auch zum 1. Mai, der wichtige Tag der Gewerkschaften, auch der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, wird noch mal deutlich durch ein drittes Foto, was aber hier im Wolfsburger Bereich sich abspielt. Und da können wir einen Augenblick auch noch mal über die Bedeutung des 1. Mai sprechen. Das ist aber nicht 1. Mai, das ist ein relativ altes Bild aus einer Tarifrunde bei Volkswagen, wo wir da dann letztendlich uns eine Kundgebung getroffen haben, die in der Regel dann immer zum Schluss vor dem Hochhaus stattgefunden haben. Ja, man liest es, wenn es kritisch wird, wenn wieder Verhandlungen, Lohnverhandlungen sind. Und in dieser Zeit ist ja auch gerade der Haustarif sicherlich immer der VW-Bereich immer zur Disposition steht. Wir wissen, dass in der Zwischenzeit andere Modelle auch des Tarifs auch natürlich auch zum Schluss auch mit eurer Unterstützung dann ja abgesegnet werden müssen, weil die Zeiten der internationalen Zusammenarbeit natürlich der Konkurrenz immer größer wird. Das ist wahrscheinlich auch das Argument der Arbeitgeber, weshalb die Löhne in den letzten Jahren nicht so gestiegen sind. Naja, also das sagte ich ja vorhin schon. Also das ist so eine Logik, das nach der Devise, dass eben die Löhne runter müssen, damit Arbeit hierher kommt. Ich glaube einfach, dass diese Logik falsch ist, weil ich möchte das auch an zwei Punkten begründen. Der erste Punkt ist folgender. Also immer weniger Löhne sind ja nicht nur Kosten fürs Unternehmen. Löhne sind auch Kaufkraft. Und wenn ich Millionen weniger habe an Löhnen, dann habe ich auch Millionen weniger, die ich ausgebe. Wenn ich Millionen weniger habe, die ich ausgebe, dann habe ich auch Millionen weniger, was produziert wird. An Gütern, Waren etc. So, das heißt, dann letztendlich kommen dann wieder die Unternehmen und sagen, ja, wir können nichts verkaufen. Wir müssen unsere Waren billiger anbieten. Und dann kommen sie wieder mit der Logik und sagen, na gut, damit wir dann die Waren billiger anbieten können, wir können bei den Materialkosten nichts machen, wir können bei den Energiekosten nichts machen, dann kommen wir wieder auf die Personalkosten, weil das ist die einzige Größe, die sowieso schon sehr gering ist. Vielleicht noch 15% an den Produkten oder so. Aber letztendlich die Größe, die sie unmittelbar und sofort beeinflussen können. Ne? Das heißt, also dann bezahlen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder die Rabattschlachten auch nochmal dann im Nachhinein durch Verzichtspolitik. Oder die Arbeitgeber versuchen dann eine 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich zu machen. Was aber letztendlich nichts anderes bedeutet, wenn ich das mal so sagen darf, als wenn man nur sagen will, man möchte Personal entlassen. Weil ich kann ja nur mehr arbeiten, ob mit oder ohne Lohnausgleich, wenn ich auch mehr Arbeit habe. Aber wenn ich nicht mehr Arbeit habe, wo bleibt da die Logik, dass ich automatisch, wenn ich länger arbeite, zwar umsonst für die Arbeitgeber, dass das dann irgendwie für die Leute relevant sein sollte. Letztendlich werden nur dadurch Personalgrößen freigespielt, die dann entlassen werden sollen.